Unser nächstes Adventstürchen ist auch ein wunderbarer Beitrag aus dem Buch Impulse für die besonderen Momente. Und bevor ich Ihnen, euch, die Autorin vorstelle in live, mag ich ein bisschen was zu ihr sagen. In ihrer Arbeit als Ärztin mit ganzheitlicher Ausrichtung hat Gabriele ihre Berufung gefunden. Ihr Credo, du bist nicht eine Farbe des Regenbogens, du bist der Regenbogen, spiegelt wider, dass jeder von uns die Einheit seiner vielen Facetten ist. Glück und Gesundheit entstehen ebenso wie eine positive Ausstrahlung, wenn sich diese Facetten harmonisch zusammenfügen und in ihrer Summe angenommen werden. Egal, ob sie hell oder dunkel sind, nur wenn wir selbst uns voll und ganz akzeptieren und zu uns stehen, werden wir dies im Außen auch gespiegelt bekommen. Auf unserem Weg dahin führen uns unser Körper und unsere Seele mit ihren jeweiligen Signalen und machen uns bewusst, wo es noch hinzuschauen gilt. Menschen bei diesem Prozess zu begleiten und ihnen die Möglichkeit zu ihrer individuellen Ganzwerdung aufzuzeigen, ist ihr inniges Anliegen. Damit ihr ganz persönlicher Regenbogen in all seinen Farben erstrahlen kann. Herzlich willkommen, liebe Gabriele. Willkommen, vielen Dank für die Einladung. Gabriele, du bist Ärztin hier aus Bündingen. Dir liegt die Gesundheit der Menschen ganz stark am Herzen. Ja. Was hat denn der Regenbogen mit Gesundheit zu tun? Ziemlich viel. Im Regenbogen ist alles drin. Ich kann die Farben mischen, die Lichtfarben, und es wird aus all den Regenbogenfarben weiß, die gute Seite, die helle Seite, die Gesundheit. Ich kann sie aber, wenn ich in meinem Tuschkasten alle bunten Farben zusammenmische, die ich im Regenbogen habe, kommt irgend so eine schwarze, grau-braune Geschichte dabei raus. Die könnte man auf der anderen Seite mit Krankheit gleichsetzen. Die Frage ist, wie akzeptiere ich meine Farben, wie pflege ich sie, und ganz wichtig, dass ich mir bewusst bin, dass ich sie habe und richtig einsetze. Das heißt, zu meiner Farbe stehen, die ich bin, oder zu meiner Farbkombination? Genau, zur Vielzahl. Wir haben eigentlich alle Farben in uns. Es ist nicht so, dass einer nur Rottöne hat oder Grüne. Die Frage ist, sehe ich alle bei mir? Nehme ich sie wahr und kann ich sie integrieren in meinen Alltag, in mein Wohlbefinden? Mag ich auch dazu stehen, dass es Schwarz und Weiß gibt? Das hat was mit Selbstakzeptanz. Genau. Du hast uns 7 Fragen mitgebracht, ja, aus dem Buch, die besonderen Impulse, Momente. Vielleicht magst du uns da ein Stück weit teilhaben lassen. Gerne. Ja, ich habe aus meiner Praxis heraus mich für 7 Grundfragen entschieden, von denen ich immer wieder gemerkt habe, dass da vieles zur persönlichen Heilung drin steckt. Die erste Frage, die ich auf den Weg geben möchte immer wieder, ist: Was ist gut für mich? Sie klingt leicht und banal. Werbung, unser persönliches Umfeld. Wir haben alle viele Ratgeber zu dieser Frage, was gut für uns ist. Und doch merke ich immer wieder, dass viele meiner Patienten gar nicht in Kontakt sind damit, was gut für sie ist. Und an ihren eigenen Bedürfnissen teilweise vorbeileben. Zu unseren Bedürfnissen zu stehen und unser Leben danach auszurichten, ist unabdingbar für das Erreichen von Wohlbefinden, von Gesundheit und innerem Glück. Die nächste Frage war: Kenne ich meine Stärken? Eher können die Leute einem erzählen, was ihre Schwächen sind. Stärken? Schwierig. Dazu zu stehen ist schon mal die eine Sache für sich. Die andere ist: Kann ich sie überhaupt sehen? Andere denken oft, wir haben diese oder jene Stärke, und uns selbst ist sie vielleicht gar nicht bewusst. Da ist es gut hinzuschauen und sich damit genau auseinanderzusetzen, denn letztendlich sind unsere Stärken die Ressource überhaupt im Wildwasser des Alltags. Ich möchte dazu ermuntern, sich mit dem Thema gründlich auseinanderzusetzen. Die nächste Frage ist: War ich heute authentisch? Die schließt sich eigentlich an die erste Frage an. Wenn ich erkannt habe, was gut für mich ist, dann ist es die Frage: Kann ich das auch nach außen vertreten? Kann ich mich
dafür einsetzen, meine eigenen Grenzen zu ziehen? Kann ich Nein sagen? Oder überwiegt in mir das Schema, das ich sicherlich über die Gesellschaft und schon von Kindesbeinen an gelernt habe, mich anzupassen, lieb zu sein, die Dinge der Erwartung anderer gemäß zu erfüllen? Das heißt auch echt zu sein, so wie ich jetzt bin. Echt zu sein, so wie ich es jetzt gerade bin. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich mit mir in Frieden sein, ich kann glücklich werden. Ich auch kann das die Gefahr, dass jemand dann sagt, naja, das mache ich jetzt aber gar nicht sehen oder hören. Auch das. Und trotzdem wird es mir glücklich. Oftmals ist es ja auch so, dass wir genau da, wo wir den anderen anstoßen, wo der andere das gar nicht gut findet, ist es mehr seine Baustelle als meine, weil ich in ihm was auslöse, was sein Thema ist. Das ist eine spannende Aussage. Das heißt, deine Empfehlung ist, sei echt, sei du selbst. Sei du selbst. Und wenn dir jemand aus deinem Leben dann entschwindet, weil er sagt, ich kann damit nicht umgehen, das ist nicht meins, genau. Das ist dann das Thema von diesem Menschen. Weil richtig, das ist das Thema von diesem Menschen. Und das müssen wir für uns auch in Anspruch nehmen, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, weil jeder von uns ist ein vollkommenes Wesen, an dem es nichts rumzuarbeiten ist. Das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, dass wenn ich echt bin, dass dann auch die Menschen andocken können, genau, die genau dazu passen. Genau, das wird automatisch passieren und deswegen ist das ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zum Glücklichsein und auch zur Gesundheit. Das geht in der Praxis beim Essen los. Welches Essen ist gut für mich? Wie ist mein Biorhythmus? Passt mein Beruf dazu? Bis zu den Menschen, die um mich rum sind, tun die mir gut. Schön. Und gerade in dieser besinnlichen Zeit, das Wort Besinn, sinnlich, ist ja auch Essen, ne? Ja, ja. Was macht Sinn für mich und was tut mir gut? Genau. Das ist auch vielleicht aus mir zu machen, gerade in dieser Adventszeit, ich war ein paar Wochen Zeit, ein paar Tage. Genau. Wer bin ich, was tut mir eine gut? Wunderbare Zeit des Innehaltens jetzt. Corona führt uns dahin, über diese Themen uns die Zeit zu nehmen, über diese Themen nachzudenken und die Zeit an sich mit der langen Dunkelheit, mit besinnlichem Zuhause-Sitzen, vielleicht mal bei einer Tasse Tee, ein nettes Gespräch mit lieben Menschen über solche Themen, können uns dahin führen, vieles zu entdecken. Ja, dann hatte ich die Frage, kann ich mir Fehler verzeihen? Ganz großes Kino. Wir verzeihen anderen leichter als uns selber. Das fällt uns oft schwer. Interessant ist die Frage, warum eigentlich? Warum ist das so? Ich kann es nicht wirklich beantworten. Ich möchte nur Impulse zu diesem Punkt mitgeben, insofern als dass wir alle Fehler machen. Niemand von uns ist perfekt. Und Fehler sind ein Riesenpotenzial, um zu wachsen und uns zu entwickeln. Und wichtig ist, dass wir die Fehler liebevoll anschauen, dass wir uns selbst nachsichtig gegenüber sind. Denn nur dann können wir einen Fehler als ein Potenzial sehen. Ansonsten werden wir immer in diesem Sumpf drin stecken bleiben. Oh mein Gott, was habe ich da getan? Ganz schlimm, ganz schlecht. Aber liebevoll betrachtet, so wie man einem Kind zuschaut, wenn es laufen lernt und es fällt hin, dann steht es wieder auf und geht weiter und das gehört dazu. Ohne hinfallen lernt das Kind. Das ist ein schönes Bild, ja. Ja, und unsere Fehler gehören zu unserem Leben und immer bewusst sein sollte man sich, dass ich zum heutigen Zeitpunkt nur so handeln kann, wie ich heute selber in meiner Entwicklung bin. Morgen bin ich vielleicht einen Schritt weiter, dann mache ich diesen Fehler nicht mehr. Dann kann ich anders reagieren, aber dann mache ich vielleicht den nächsten. Und das ist okay. Und der zur Entwicklung dazugehört. Ja, ja, das gehört dazu. Viele Menschen sagen auch, dass sie eigentlich durch die Fehler, die sie in ihrem Leben gemacht haben, weitergekommen sind. Und deswegen kann ich nur ermuntern, Fehler zu machen und auch sanft mit sich umzugehen und zu sagen, es war schon okay, ich habe gelernt. Ja, dann war eine Frage, kann ich meine Schwächen als etwas, was zu mir und meinem Wachstum gehört, akzeptieren? Bei der Frage nach den Schwächen, viele können viele Schwächen erzählen, die sie haben oder auflisten.
Aber die Frage ist, sehen denn andere das auch als Schwächen, was wir selber als Schwächen sehen? Oftmals ist gerade das, was wir als Schwäche sehen, für einen anderen eine Stärke. Nehmen wir sehr sensibel veranlagte Menschen. Von robusten Naturen werden die vielleicht als jemand erlebt, der nicht so belastbar ist oder der schwierig ist. Aber diese Menschen sind so unendlich wertvoll im Miteinander, weil die eine starke Empathie haben, weil die feinfühlig sind, weil die Situationen abfangen können, wo eben so eine robuste Natur nicht mit kann. Und deswegen, ja, die Menschen auch in ihren Schwächen zu nehmen und selber sich seine Schwächen, vermeintlichen Schwächen zuzugestehen, scheint mir sehr wichtig. Eine völlig andere Bedeutung haben kann. Ja. Dann war eine Frage, finde ich mich liebenswert? Nun, auch großes Kino. Liebenswert wird oft mit Gutsein assoziiert, stelle ich immer wieder fest. Bin ich gut? Und dann kommt gleich die Frage, bin ich gut genug? So wird es immer formuliert. Die Frage ist nur, was ist denn genug? Ich mag lieber sagen, ich bin gut und ich bin liebenswert. Denn das Genugsein, diese Beurteilung mag ich nicht anderen überlassen, was genug ist. Da werden auch die Meinungen sehr auseinandergehen. Und wichtig ist, dass nur wenn ich selber mich liebenswert finde, kann ich in der Liebe auch mit anderen umgehen, kann andere Liebe schenken, kann andere liebevoll betrachten, weil nur dann mein Herz sich öffnet. Und das ist ein uneingeschränkter Prozess, wenn ich das erreiche. Die Königsdisziplin ist wahrscheinlich erstmal die Selbstliebe, auch wenn ich die absolut an sich bekomme, absolut von mir selber anzupassen. Genau, mich selber anzunehmen. Ja, dann habe ich noch das Thema, kenne ich alle meine Farben? Wir haben das vorher mit dem Regenbogen gehabt. Ich habe vor einiger Zeit ein sehr schönes Bild von jemandem erzählt bekommen, das ich weitergeben möchte. Wenn wir uns selber als eine Litfaßsäule sehen, die im Raum steht, für die, die nicht mehr wissen aus der jüngeren Generation, was es ist, das ist sowas wie das heutige Facebook. Jeder, der was zu erzählen hat oder was anzubieten hat, hat sich da verwirklicht oder dargestellt. Und egal wie auch immer, diese Litfaßsäule ist rund. Ich kann gucken, von wo ich will. Ich sehe immer nur das, was vor mir ist. Das dahinter sehe ich nicht. Dafür brauche ich andere. Dafür brauche ich Menschen, die mir sagen, was sie hinten gesehen haben. Und da gibt es bunte Zettel und da gibt es schwarze Zettel und weiße Zettel und alle sind okay. Und da können auch in dieser Saison jetzt, in diesem Herbst, Winter, viele Gespräche dazu beitragen, ein Stück weiterzukommen. Ist das schön. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe und der Familie. Insofern passt das ganz, ganz wunderbar rein, genau in diese Zeit, sich Zeit zu nehmen, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu lieben und sagen, hey, so bin ich, genauso liebe ich mich und akzeptiere ich mich und du darfst auch genauso sein, wie du bist. Genau. In diesem Sinne, einen schönen Vorweihnachtsabend. Tschüss. Tschüss.